Moin moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte ein Erlebnis mit dem Tesla-Service und zwar ein positives Erlebnis. Ja, ein positives Erlebnis. Ich bin völlig baff. Man hört ja im Moment nur Kritik von allen Seiten, auch berechtigt natürlich. Überall sieht man auf YouTube oder in Facebook-Kanälen überall nur Gemecker über den Tesla-Service. Zu Recht natürlich, völlig klar. Und so wie das jetzt bei mir abgelaufen ist gerade, am Wochenende habe ich nämlich einen Servicetermin vereinbart. Wie und warum, das möchte ich euch unbedingt mal erzählen, damit auch mal eine positive Stimme zum Tesla-Service hier Gehör findet. Und deswegen bleibt unbedingt dran. Ja, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich erst vor ein paar Wochen in Hamburg beim Service war. Und jetzt wollte ich halt schon wieder einen Servicetermin beantragen und habe mir da schon gedacht, auweia, wird das gut gehen und wann werde ich da wohl drankommen, werde ich durchkommen, was werde ich da wohl erleben? Der Hintergrund ist der, das Auto ist jetzt nicht kaputt, aber ich habe bei dem Video von Tesla Markus, schöne Grüße, wo er seinen Raven im Bodyshop hat untersuchen lassen, gesehen, dass seine Außenspiegel zu dicht an die Chromzierleisten ranfahren und dagegen drücken. Unter Umständen dann eben auch Kratzer verursachen. Und ich dachte mir, ja, meine Außenspiegel, die fahren ja auch jedes Mal ran, wenn ich den Wagen abschalte. Guckst du mal nach, ob die nicht vielleicht auch zu dicht ranfahren. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber tatsächlich, es war leider so. Und ich habe auch schon Kratzer an der Chromzierleiste und die eine ist sogar ein bisschen eingedellt schon, also eine minimale Delle vom Außenspiegel. Das hätte ich nie gesehen und jetzt, wo ich weiß, dass es da ist, gucke ich natürlich ständig dahin und mich nervt das. Und es ist ja eigentlich nicht so im Sinne des Erfinders. Von daher dachte ich mir, okay, Tesla, ihr habt einen Service, dann solltet ihr das gefälligst auch beheben. Ich habe ja eine Garantie. So sollte es ja eben nicht sein. Außerdem habe ich festgestellt, seit ein paar, na, 2 Wochen ungefähr, dass die Schublade von meiner Mittelkonsole klemmt. Da ist irgendwas dahinter, glaube ich, was irgendwie dafür sorgt, dass sie zwar auffährt, aber dann nicht mehr automatisch zufährt, wenn man sie wieder antippt. Das habe ich dann auch gleich gedacht, lasse ich dann beheben. Und last but not least, leider Gottes brummt meine Klimaanlage noch. Hatte ich ja gedacht beim Service in Hamburg, das wäre weg, war es auch erst, aber dann kam es halt wieder, sodass ich das eben auch nochmal monieren wollte. Gut, was habe ich gemacht am Samstag? Habe ich dann meine App gezückt und habe versucht, einen Servicetermin in wo auch immer, Hamburg, zu generieren. Habe dann also mich durchgeklickt, was für ein Problem ich habe und habe dann meinen Ort eingegeben. Das war Bremen. Erster Versuch, Fehlermeldung. Okay, nochmal versucht. Zweiter Versuch, Fehlermeldung. Dachte ich, okay, das kann ja heiter werden. Dritter Versuch und ich dachte mir, okay, Bremen habe ich als Ort eingegeben. Gibst du mal Hamburg als Ort ein? Ich habe Hamburg als Ort eingegeben, keine Fehlermeldung. Oh, dachte ich, kann Zufall sein, ne? Ich habe es nicht nochmal probiert, aber dann ging es auf jeden Fall. Es wurde mir das Service Center Groningen, das Service Center Düsseldorf und das Service Center Hamburg angeboten. Ich habe dann natürlich auf Hamburg gedrückt und dann kam es zu der Terminauswahl und auch der Eingabe der entsprechenden Probleme, die ich habe, also Außenspiegel, Mittelkonsole und eben Klimaanlage. Und dann kam es zur Terminauswahl. Ja, ich war darauf eingestellt, dass ich irgendwie im Herbst, Oktober, November einen Termin bekomme, weil das war ja zum Beispiel bei dem anderen Video, falls ihr es gesehen habt, mit dem Jan, der mit seinem Model X, da hatten wir einen Termin erst im Oktober angezeigt bekommen von Hamburg. Dieses Mal, am Samstag, sagt er mir aber, okay, nächster freier Termin, 5. September. Das ist nächste Woche. Wow, dachte ich, okay, lockst du dich da ein, nimmst du den 5. September. Aber eigentlich wollte ich natürlich wegen dieser Kleinigkeiten jetzt nicht nach Hamburg fahren. Das wäre mir doch auch selber zu unverhältnismäßig. Und ich dachte, eigentlich hätte ich gerne einen Ranger-Termin. Habe ich also reingeschrieben in die Bemerkung, ich hätte lieber gerne einen Ranger-Termin. Okay, abgeschickt, wie gesagt, Samstag. Und dann gewartet. Was passiert jetzt wohl? Termin wurde in der App schon mal angezeigt. Das war schon mal gut, hat geklappt. Mail kam noch keine Bestätigung, doch eine Bestätigung kam, dass ich einen Termin angestellt habe und man würde sich mit mir in Verbindung setzen. So, dann Sonntag, nichts passiert, klar, ist Wochenende. Montag auf der Arbeit, meine E-Mail gecheckt. Da kam eine Mail von Tesla. Ja, hiermit bestätigen wir Ihnen den Servicetermin am 5. September und ich soll um 9.30 Uhr nach Hamburg kommen. Ja, dachte ich, ist ja schön und gut. Ich will aber einen Ranger-Termin, habe ich doch in die App geschrieben. Ich also auf diese Mail geantwortet.
Da schrieb ich also, nee, ich möchte lieber einen Ranger-Termin vor Ort in Bremen, weil ja nur Kleinigkeiten zu machen sind. Und dafür möchte ich nicht nach Hamburg fahren. Dachte ich mir, okay, was passiert wohl? Das war irgendwie 10.30 Uhr. 10.34 Uhr bekam ich eine WhatsApp. Und das heißt, die weitere Kommunikation haben wir dann ganz normal per WhatsApp geführt. Da wurde mir dann gesagt, ja, erstmal gefragt, welcher Außenspiegel denn kaputt ist und den Ranger-Termin können Sie für die Klimaanlage leider nicht anbieten, weil ja vielleicht der Kompressor getauscht werden müsste. Und dann, ja, das könnte der Ranger halt nicht machen, weil der Wagen muss auf eine Hebebühne und Sie dürfen nur Ihre eigene Hebebühne verwenden. Ja, gut, dachte ich mir, der Klimakompressor, der brummt zwar vielleicht, es ist aber jetzt nicht so wahnsinnig kritisch, dass ich da jetzt nicht irgendwie mit warten könnte. Es kommt ja eh bald die kühlere Jahreszeit, dann warte ich halt bis nächstes Frühjahr. Garantie habe ich immer noch, wenn es dann immer noch brummt, wenn es wieder wärmer wird, dann melde ich mich halt nochmal. Daraufhin schrieben sie, ja, okay, der nächste Ranger, der könnte aber erst im Oktober, weil sie wahnsinnig viel zu tun haben mit dem Ranger. Und der freie Termin wäre, glaube ich, der 30. Schrieb ich zurück, ja, mir macht das nichts, weil also so kritisch sind die Fehler jetzt nicht. Der Wagen bricht jetzt nicht zusammen, sondern das ist ein Schönheitsfehler. Dann kommt halt erst am 30. Kein Problem. 2 Minuten später die Antwort, alles klar, habe ich eingeloggt. Der Ranger wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und mit Ihnen dann persönlich am Telefon oder per WhatsApp oder wie auch immer einen Termin ausmachen. Fragte ich dann zurück, ja, passiert das heute noch? Schrieb sie sofort zurück, nee, heute schafft er es nicht. Der ist irgendwie in Meetings, der wird sich dann morgen oder übermorgen melden. Gut, gesagt, getan, gewartet, einen Tag später, heute, kaum war ich auf der Arbeit, rief der Ranger bei mir an. Mein Telefon klingelte, mein Handy. Nee, es war nicht der Ranger, es war das Service Center in München, das ist die Zentrale. Und die meinten, ja, sie würden jetzt gerne den Ranger-Termin mit mir vereinbaren. Und dadurch, dass ein paar Termine ausgefallen sind, hätte der Ranger jetzt tatsächlich sogar schon am 30. August Zeit. Also das ist diesen Freitag. Also wir erinnern uns. Mein erster Termin im Service Center, 5. September. Ranger-Termin avisiert, 30. Oktober. Jetzt kriege ich den Termin in 4 Tagen, am 30. August. Habe ich gesagt, ja, kein Problem, 30. August, wann kommt ihr denn? Ja, so gegen 12. Meinte ich, okay, dann bin ich da zu Hause eine Stunde, ruft ihr mich vorher an? Ja, wir rufen sie vorher an, kein Problem. Dann habe ich eine halbe Stunde Vorlauf, kann ich von der Arbeit kurz nach Hause fahren. Der Ranger macht hier die Reparaturen und dann fahre ich wieder zur Arbeit. Gesagt, getan, alles vereinbart, ja. Also, ich muss zugeben, ich war ein wenig geplättet. Also positiv überrascht, weil so reibungslos habe ich es natürlich mir überhaupt nicht vorgestellt. Und ich glaube, genauso wie das jetzt bei mir gelaufen ist, das war eigentlich genauso, wie Elon sich das vielleicht vorgestellt hat. Mit diesem, wir machen einen Termin per App und dann geht das per Mail und dann unterhält man sich per WhatsApp. Ich meine, das macht man ja heute immer. Man unterhält sich ständig per WhatsApp. Den ganzen Tag sind die Leute am WhatsAppen und unterhalten sich mit anderen Leuten per WhatsApp. Wozu muss ich da jetzt anrufen? Ist ja gar nicht nötig. Wenn es so funktioniert wie bei mir, ich frage was, 5 Minuten später kriege ich die Antwort. Es ist eine richtige Konversation, wo nicht Tage oder Wochen dazwischen liegen oder niemand antwortet. Also so wie es bei mir gelaufen ist, ich glaube, so hat sich das Elon vorgestellt. Und ich wollte euch dieses Beispiel unbedingt mal erzählen, damit ihr mal seht, es geht. Also es gibt Menschen, ich hatte vielleicht Glück, weiß ich nicht, bei denen ging es. Und so wie es jetzt war, das ist eigentlich ziemlich gut. Habe ich keine Kritik daran, habe ich nichts daran auszusetzen. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch diese Erfahrung gemacht. Und meldet euch doch mal zu Wort. Also wenn ihr positive Erlebnisse mit dem Tesla-Service hattet, dann bitte schreibt es doch in die Kommentare. Weil man hört immer nur Kritik und negatives Gemecker, zu Recht natürlich. Also das will ich nicht in Abrede stellen. Und die, die kritisieren, die möchte ich nicht kritisieren. Das ist alles berechtigt. Nur ausschließlich Kritik und nie irgendwas Positives, das kann auch nicht so die Wirklichkeit sein. Deswegen an euch, bitte schreibt mir, wenn ihr gute Erfahrungen mit dem Tesla-Service hattet, damit das auch mal andere Leute lesen. So, der Service ist da. Er kam sogar eine Stunde früher als angekündigt. Telefon klingelte schon um 10:30, dass er dann um 11 bei mir zu Hause wäre. Hat alles wunderbar geklappt. Diesmal ist es der Herr Wolf und er wird jetzt meinen Wagen untersuchen, die Probleme hoffentlich versuchen zu beheben. Und die Klimaanlage konnten wir jetzt endlich auch reproduzieren, dass sie brummt. Und er wird dann gleich mal den Frunk auseinandernehmen und das genauer sich anschauen. Leider darf ich das alles nicht filmen, aber ich werde euch zumindest nachher auf dem Laufenden halten, was aus der Reparatur dann geworden ist.
So, um die Spiegel einzustellen, muss die Verkleidung, die Türverkleidung abgemacht werden, also demontiert, aber sie geht nicht ganz ab, weil hier so ein Sicherheitsgurt dran ist. Auf jeden Fall gibt es dann hier hinter irgendwie solche Abstandshalter, dass der Spiegel ein bisschen weiter rausfährt und dann sollte das mit dem Berühren von dieser Zierleiste hier der Vergangenheit angehören. Und weil wir schon mal dabei sind, haben wir auch gleich das Schiebedach gefettet. Ja, Stichwort klemmende Mittelkonsole. Hier diese Kabel, die lagen im Weg, wenn man die irgendwie auffährt. Und wenn die nämlich nicht da sind, dann flutscht es. Also werden die Kabel kurz anders verlegt und dann ist alles gut. Hey, das war total einfach. So, um dem Klimabrummen auf die Spur zu kommen, haben wir jetzt mal den Frank, also wie es gut, hat der Herr Wolf den Frank ausgebaut. Also für alle, die es noch nie gesehen haben, so sieht es beim Model S unter dem Frank aus. Ja, in diesem Sinne, kurzes, spontanes Video. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.